Ich widerspreche das weniger, erscheint ihr mir wie ein Gedankenschinder. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Okay. Wo kann ich unterschreiben? Das war ja klar. Mir gefallen eure Andeutungen nicht. Was, Chucky? Like it or not, our chances of defeating the Elder Brain are substantially improved if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying Gesundheit. For a while now. Danke. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. Alles richtig. If you let me, I can evolve you. Kann die jeder von uns alleine haben, die Entscheidung? Was würde das bedeuten? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. Oh. You will retain most of your current form. Oh, and ja, you will recht. Soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Oh Gott. Sehr froh, dass nicht du dieses Gespräch führst, du jetzt schon. Ich finde es super schade. Ja! Wir wären schon längst weiterentwickelt. Ich finde es aber schade, dass das hier offensichtlich eine Totalentscheidung ist. Ja. Also für alle. Weißt du, mit den Larven zum Beispiel kannst du ja auch sagen, von wegen, ja, der nimmt nicht. Ja. Auch mit dem Solo-Spielstand kannst du ja, du musst ja deine Charaktere erst überzeugen, die zu nehmen. Wenn ihr mich weiterentwickeln könnt, warum könnt ihr die Ceramorphose dann nicht vollständig aufhalten? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you. As I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Was sagt Chucky? Oh boy. Hängt das an mir oder was? Kommt drauf an, wie du abstimmst. Ach so. Ich würde sagen, nein. Dann liegt's an Lars. Weil es jetzt 1 zu 1, Lars, du entscheidest. Das macht's nicht leicht. Ich meine, wir sind hier, um das Spiel kennenzulernen, ne? Wir wollen gucken, was wir so kriegen. Genau, ich mag deinen Gedankengang. Let's try? Ja, ja. Don't do it. Doch. This isn't evolution, it's... It's... I don't know what it is. Evolution. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Ich mag nicht, dass ich nochmal bestätigen muss. Interessant finde ich hierbei, ich will das im Augenblick nicht tun. Oh ja, ich will das im Moment nicht tun, vielleicht später. Genau, vielleicht ist das eine Option, die man später nochmal wählen kann, wie mit den elitiden Larven. Ja, ich hab's mir anders überlegt. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with the Illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it.
so embrace it. Oh, man muss. Ah. Interesting. Nee, hä? Ist ein Choice. Wir kriegen eine Superlarve. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Ich meine, kann das nicht jemand anders machen? Wir haben da noch jemanden, der möchte unbedingt. Sie essen. Nom, nom, nom. Ich meine, ich könnte Gedanken wahrnehmen versuchen. Immer gut, das hat bisher gut funktioniert. Bonus könnt ihr mir nicht geben, ne? Nee. Nope. Okay. Was hast du? Wir sehen es nicht mal. 13 und ich habe eine 13 gewürfelt plus 3. Glückwunsch. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you. Just as the Emperor said. Über was denn? A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia, it has become extraordinary. Oh, ich würde das so gern dich machen lassen, ne? Ich würde sofort machen. Ist das doof, dass ich Spieler 1 bin, ey? Ja, komm. Du entscheidest. Nein! Ich wollte nicht Nein drücken. Shit. Ich wollte Ja drücken. Ich habe mich tatsächlich verklickt. Ja. Nein, ja, ernsthaft. Ja. Verklickt, oh. Schon klar. Aber ich habe es nicht geschafft. Okay. Ah. Okay. Wir haben noch eine Situation. Dann hat das Spiel jetzt ja für mich entschieden. Genau, das Spiel hat entschieden. Resist now, but it's too late. You already embraced the powers the parasite gave you. Ja. You leverage them to manipulate, to dominate, to survive. Your nature is no longer your own. You are well on your way to fulfilling your illithid potential. You are ready to evolve. Bin ich. Sind wir. Und du, hier endet das Spiel, wenn du jemals die Kräfte genutzt hast, und Akt 3 kannst du nur spielen, wenn du es nicht hast. Through your veins as the tadpole awakens. It's yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city. And the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. I don't like what happened to me. Was ist denn passiert? Oh, guck mal, wir haben neue Elitenkräfte. Hm. Hä? Aber nur ein. Ist das mit dir, was passiert? Ich kann jetzt Elitenexpertise lernen. Habe ich sonst irgendwas? Kann ich mit ihm. Darf ich mal mit ihm reden? Ja, consider using the tadpole. Your evolution will be a benefit to us. Oh, kann es sein, dass du das noch gar nicht hast? Also dass wir das Spiel noch nicht entschieden hat, dass du die jetzt hast? Ja. Weißt du, wie ich meine, dass die, oder hat sich bei dir irgendwas verändert? Ich gucke gerade in meinen Merkmalen. Ich habe teilweise Ceremorphose, aber ich glaube, das hatte ich vorher schon, ne? Das hatten wir, glaube ich, alle schon. Wo sieht man das? Unter Charakterbogen, ne? Genau, im Charakterbogen, wenn du I drückst, sondern unten links bei den wichtigen Merkmalen. Nee, das habe ich nicht. Okay.
steht, du befindest dich in der Frühphase der Verwandlung und kannst auf abartige Kräfte zugreifen, wenn sich dein Elitenpotenzial entwickelt. Was, hey, sehe ich gar nicht, doch da oben teilweise. Nee, das hast nur du. Okay. Ja, das hast nur du. Ja, sollen wir noch looten hier oder ist alles weg? Wo wir gehen. Aber. Also ich würde auf jeden Fall noch looten. Und ich würde die Astralkugel der Beherrschung gerne anfassen. Mhm. Fass mal an. Was soll schon passieren? The orb hums with cerebral magic. Permeable, but impenetrable. Oh, man kann die Kristalle angreifen. The Githyanki Prince is as silent as a corpse. But for the murmur of his powers being siphoned away. Ja. Maybe not. Was? Symbolische Zeichnungen für deine Figuren, imposante. Okay. Hm. Was denn? Göttliche Knochenscherbe. Was? Die nehme ich mal mit. Was ist das denn schon gefunden? Lag doch auf dem Boden. Achso. Und was kann die? Was ist das? Du hast die Larve im Inventar, astral berührte Larve. Dieser Parasit kann euch oder einen Gefährten Elitiden-Infizierten zu einem neuen psionischen mächtigen Wesen weiterentwickeln. Okay. Wenn du möchtest, probier sie aus. Wir haben sie ja oben. Also, wenn ich darf? Bedient dich. Am nam nam. Life pulses from within. The parasite's thoughts whisper at the edge of your mind. It wants to share itself with you. It wants to be let in. Go on. Don't be afraid. It only wants to help you evolve. Da musst du nicht zweimal. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. It's yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. Kann jeder also von uns machen, glaube ich. Tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure. Ich mag nicht, wie meine Zähne aussehen. Nee, das fand ich auch krass. Different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint. Hätte ich das gewusst, dass du das auch machen kannst, hätte ich es nicht gemacht. Perhaps. Once the others see what you can do. Ja, das, du kannst gerne nochmal, wenn du, also, ehrliche Meinung, du kannst gerne neu laden und dann sagen wir das Nein, dann kriegst du die garantiert, dann mache nur ich das. Nein, jetzt haben wir es gemacht. Okay, wir haben jetzt 4 Elitiden-Larven. Oh mein Gott, wir haben neue Fähigkeiten. Damit du deine Party machen kannst wahrscheinlich, ne? Nein, wir haben neue Fähigkeiten. Neue Fähigkeiten freigeschaltet beim Gehirn. Ja. Ich habe eine Möglichkeit, ist zum Beispiel freies Wirken. Du hast dir eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit entdeckt. Zauberplätze, Ladungen und ähnliche Ressourcen, Kosten für deine nächste Aktion oder deinen nächsten Zauber sind aufgehoben. Wird bei der nächsten langen Rast wieder aufgefüllt. Das heißt, du kannst einmal irgendwas einmal gratis wirken. Ja. Mhm. Gedankenschlag. Fliegen. Schwarzes Loch. Okay. Psionische Dominanz. Medizinexpertise. Psyche zerbrechen, verringert den Verstand. Verwandle dich selbst in eine Täuschungsbestie. Schlinge den Intellekt deines Gegners und senke seine Intelligenz um 1 pro Zug und heile 5 Züge lang deine Wunden. Interesting. Zaki, du bist dran. Ja. Möchtest du auch? Ich glaube, dann bitte noch per Kardach. Ich meine, wenn ich das jetzt eh habe, dann würde ich die Elitiden-Expertise nehmen. Wir haben, also bei mir steht, wir haben 4 Elitiden-Larven. Ja, ich würde mal eine davon nehmen. Nehmen Sie, nehmen Sie. Wenn ich jetzt schon mich verwandle, dann why not? Jetzt würde ich, weil ich meine, überzeugen, täuschen und einschüchtern kann, glaube ich, nie schaden, ne? Falls man doch mal mit auf ihm redet.
Ja. Das kann da, glaube ich, schon ganz gut. Überleg, ob ich noch Ausmerzen der Schwachen haben will. Finde ich super. Das finde ich ist sehr angenehm. Sehr gut. Ich hab's. Ich glaube, ich nehme das auch. Wenn ich darf. Nehmen Sie, nehmen. Okay. Wenn wir jetzt schon den Weg gehen, dann die anderen beiden kannst du haben. Dann würde ich... ich würde gerne sehen, wie das System hier ist, die Verteilung. Also ich würde... Das schwarze Loch klingt ganz spannend. Weil freies Wirken... Ich habe ja immer nach kurzer Rast habe ich ja sowieso meine Zauberplätze wieder. Das stört mich also nicht so. Stimmt. Oder ich nehme den Gedankenschlag, stößt eine konische Welle aus psionischer Energie, die Ziele daran möglicherweise betäubt. Das ist das, was er gemacht hat vorhin, ne? Ja. Das ist die Frage, was lustiger ist. Beides wahrscheinlich je nach Situation sinnvoll. Ich meine, gerade dieses schwarze Loch, ich meine, die Kombination schwarzes Loch und den Hunger von Hadar. Klingt lustig. Das ist ja Weißkonzentration wahrscheinlich. Oder? Nein. Das schwarze Loch ist eine Einmalaktion, ein Zug lang. Oh, wow. Ich habe die Grundfähigkeiten alle bekommen durch die Weiterentwicklung. Alle auf dem inneren Ring sind bei mir jetzt freigeschaltet. Oh, und deswegen haben wir jetzt die Larven wieder freigeschaltet bekommen, weil ich ja schon so viele von denen hatte. Ja, ich hatte eine davon, die haben wir erstattet bekommen und du hattest drei. Genau. Ah, weil die habe ich jetzt nämlich plötzlich alle, die da auf dem Inneren sind. Energietunnel, und psionische Überladung, sind jetzt alle fix bei mir drin. Ich hatte so schon nicht genug Zauberplätze, Leute, das macht es nicht einfacher. Ach so, ich habe jetzt Fliegen. Ich kann jetzt einfach fliegen. Glückwunsch, wieso kannst du fliegen? Habe ich jetzt als Klassenaktion. Ich auch. Oh mein Gott. Kann ich einfach machen, ohne dass es mich was kostet. Das heißt, wir können mal eben gucken gehen, was da hinten los ist, ne? Auf dem Ding, wo wir hochfliegen können. Ja, bitte. Packen das ja nicht umsonst da hoch. Ja. Okay, fliegen ist natürlich ein krasses Argument pro Verwandlung, Jackie. Also, es ist schon nice. Es wird bestimmt Konsequenzen haben, was wir hier tun, aber... Was? Nenn mir einen Grund, nenn mir irgendwas, was hier Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Ist da oben ein Kampf, oder? Nee. Nur Leichen. Und Gehirne. Und ein Gesianki, der nix hat. Kann man da drüben auch noch hinfliegen? War da auch noch was oben? Ich glaube nicht. Dass du jetzt einfach fliegen kannst gerade. Das ist schon geil, ne? Warte mal, hier hinten ist noch was. Das ist so ein teurer Zauber normalerweise. Oh, hier sind noch ganz viele Sachen. Gibt's hier eine Tafel mit Inschrift? Die Tafel mit blassen Symbolen überzeugen, die eine neue Zeichnung angeregt wurde. Sie stellt eine Armee der Kampfübung dar. Ihr Kommandant steht mit stolzer Haltung in der Mitte. Sein Gesicht ist vernarbt, seine Augen glühen vor Leidenschaft. Okay, nehmen wir mit. Ist auch noch eine Tafel mit einer Inschrift. Lesen Sie? Das Bild auf dieser Tafel wurde mit so viel Druck eingraviert, dass es fast den Stein durchbricht. Abbildungen von Zaubern und Waffen bilden einen Rahmen um eine einsame Figur in der Mitte. Ein Mann, der mit gesenktem Kopf und ausgestreckten Armen zwischen zwei Felsen angekettet ist. Ja, ich habe das Gefühl, den kennen wir. Ich glaube auch. Ich habe noch so einen Knochenscherbe gefunden. Ist es irgendeine Alchemiezutat, ne? Scheinbar. Und Personen beherrschen gefunden. Eine Zauberschriftrolle. Alter. Haben so viele Sachen jetzt, die wir können. Das muss doch Konsequenzen haben. Geben uns das doch nicht umsonst. Nur gute. Aber die geben uns doch nicht hier 1000 tolle Fähigkeiten, ohne dass es hinterher schlecht für uns ist. Wahrscheinlich gewöhnen wir uns jetzt dran und am Ende werden sie uns weggenommen oder so. Oh, hier ist eine versteckte Truhe. Oh. Wo man nur mit Fliegen hinkommt. Siehste? Und was ist drin?
Personen bezaubern, Schriftrolle und 128 Gold. Schön. Boah. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, Chucky. Langweilt sich dahin. Haben wir noch gespielt. Kannst du mir deine Alchemie-Zutaten geben? Das hättest du wohl gerne. Schon? Bitteschön. Elixide und Verwundbarkeit können wir damit nämlich herstellen. Das braucht bestimmt niemand. Wir haben Elitidenkräfte. Also das Fliegen ist schon ein bisschen sexy, muss ich sagen. Ja. Fliegen ist schon ein bisschen overpowered. Nur das. Ich meine, ich habe noch Flugtränke, die kann ich dir jetzt geben, die brauche ich nicht mehr. Das kann mir jetzt noch den Raben verwandeln oder sowas. Stimmt. Das auch, aber dafür bräuchte es ja dann Zauberdinge. Also ich kann dir die Tränke geben, weil ich brauch's jetzt ja tatsächlich ja. Nicht mehr. Ja. Schick ich dir. Trank des glorreichen Sprungs gebe ich mal Karlach. Brauche ich auch nicht mehr. Solange wir nicht auf ein Anti-Magie-Feld stoßen, bin ich gut, Tubero. Eieiei. Okay. Wollen wir hier durch? Ich brauche noch kurz ein bisschen Schutz. Warum das soll der Heldenkräfte? Das stimmt. Ich mag, wie das, wie das Portal Tentakel hat. Mhm. Ich gehe jetzt durch. It's been a long day. Ja. Sind die Freunde noch hier oder sind die alle tot? Plünder, meinst du? Da liegen auf jeden Fall noch Leichen. Oh, wir haben einen Gegenstand, das ist halt ein mysteriöses Artefakt. Oh, was könnte das nur sein? Ich weiß es nicht. Die haben ja nichts, wie langweilig. Oh, wir haben noch das Quest Befreie Orpheus. Hm. Ja. Gut. Von wem habe ich die Quest bekommen? Von dem Gisjanki-Ritter Kisrak. Hm. Der nachts in unser Lager kam, der hat gesagt, wir sollen Orpheus befreien. Ja. Ist eine Form der Befreiung. Man, also ich finde, sein, aber keine Entscheidungen treffen zu müssen, ist eine Form von Befreiung. Na dann. Warte kurz. Was sagst du denn dazu, zu dem ganzen Karlach? Hey, Soldier. Gar nichts, okay. Ah, doch. Special tadpole? Bit of a contradiction in terms, don't you think? I don't even want a regular one. You're talking about turning into what? A half squid? Ja. Not surprised you haven't tried it yourself yet. Ah. Gut, dass die einzigen, dass die Person, die das nicht möchte, also mit Karlach darüber redet. Ich verstehe, wenn ihr keinen Gebrauch davon machen wollt. Thank the gods. Okay. Willst du noch mit Shadowheart darüber reden, oder? Die ist nicht hier. Ah, das ist ja tragisch. Ja. Es ist niemand im Lager. Hm. Foreboding. Was? Foreboding? Ist das Foreboding. Achso. So was wie vorglühen, dachte ich. Oh Gott, ganz viele Quest-Dialoge. Und auch Schattenherz. Okay. Your parasite communes with Lazelle's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geek visitor that Vlakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother. The Prince of the Comet. Wer genau ist da? Listen close.
The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Lacketh. Long ago, when we rose up against our Geth slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlakith our ruler. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157 whom my people now call Queen. Oh. Okay, doesn't feel Vlakith. Yes. Our current Queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlakith One. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Ja. Ich glaube nicht. Was glaubst du nicht? Dass er das tun wird. Was passiert jetzt? We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geth slavers. One word from his lips, and the people would doubt. Two words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Interesting. Ich sehe die Option wieder mal nicht. Eins an. Eins ist wegen Kisrak. Achso, warte mal. Ich habe gelesen, wenn du die Optionen nicht siehst und ich den Spielstand neu lade, dann siehst du sie. Okay. Ah! Weil ich finde 5 ganz spannend. Ja, ich warte kurz, bis er mich machen lässt. Muss man warten, bis der Cloud-Spielstand synchronisiert wurde. Das muss ich vielleicht mal ausschalten, das benutzen wir eh nicht. Oder ist es nur nach Beenden synchronisiert? Oder das. Und ich weiß nicht, von welcher Scheibe sie redet. Einer von denen, die wir gefunden haben. Ihr habt viele gefunden. Achso, seht ihr jetzt auch das Laden? Ja, ne? Ich sehe das Laden. Es lädt. Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Ich will Unreal Tournament spielen! Lad schneller! Ah ja. Das Spiel überlistet. Sehr gut. Once again, your mind opens to Lazelle, and she considers the disc. More writings on Orpheus, the Prince of the Comet. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Jastil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver. That his flesh was torn and fed to the great red dragon Ephelamon. Vlakith's faithful roar out this tale, but beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlakith's tyranny. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son, Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. Vlakith has reigned unchallenged for millennia. Freeing Orpheus could be the first strike in a new war, as well as its last. Okay. Danke. Viele gute Fragen, die da gestellt werden. Ich finde auch interessant.
My own Savage would never have threatened a youngling. A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Achso. Cool. Das macht sie sehr sympathisch. Unterhaltung. Also ich finde das voll spar. Not every life is equal. Okay. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. Their lives were not precious. They were a blight that required expunging. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith Devensir, the termination of the frail, strengthens us. Aber macht das nicht auch die ganze Menge an Personal sehr gering? Kann man das nicht auch einfach mit der puren Masse? Ich meine, der Feind kann nicht unendlich Pfeile haben. Aber was bringen 10 Pfeilefänger, die keinen einzigen umbringen können? 10 Pfeile können sie fangen. Und sind dann tot, ja. Ja. Die 10 Pfeile könnten aber auch die starken Krieger dahinter treffen. Ja, die sterben davon ja nicht, weil sie so stark sind. was hältst du denn von der Larve? It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. There will be ice where once there was fire. There will be a void where our souls once resided. Schon gut, ihr braucht es nicht zu nutzen. I know. And I won't. Mich jetzt auch überrascht. Ich glaube, sie wird auch am schwersten zu überzeugen sein. What about him? Wer waren denn diese Gedanken in Prisma? Orpheus' honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Und warum hat Flakif denn am Leben gehalten? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a geich hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Ja. Ja. Und warum will Flakif ihn dann tot sehen? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Flakif's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Aber warum sagt der Imperator dann, dass das schlecht ist, wenn wir ihn befreien? Ja, weil er dann nicht mehr, also jetzt kontrolliert sozusagen der Imperator Macht und wer den Schutz bekommt. Ja. Und wenn er wirklich, also wenn Orpheus uns wirklich als Illithide sieht, Du merkst ja, wie die drauf sind. Die sagen nicht von wegen, hey, du könntest nützlich sein als Pfeilfänger. Du bist halt schwach, du bist halt schon infiziert. Ja, auf Wiedersehen, du darfst sterben. Ja.